Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Zuschauerprojekt. Ich habe jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr aufgenommen und bin deswegen ganz gespannt, was jetzt passiert. Aha, anscheinend kämpfen wir gegen einen Stardust auf Level 32 und Superfisch ist gerade mal Level 31. Oh, wir haben schon den Surfer bekommen. Schön. Ob das wohl reicht? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es hat gereicht, okay. Alles klar. Alles gut. Ich hab's voll drauf. Geht's weiter? Dankeschön. Und Superfishy ist jetzt endlich vom Level hinterher. Endlich. Ich spiele seit 5 Sekunden, aber endlich ist es hinterher. Oh, Eiszahn. Oh, interessant. Was haben wir denn so für Attacken? Drachenwut. Ich denke, im Levelbereich von Level 30 plus ist Drachenwut nicht mehr unbedingt angebracht. Leider. Am Anfang ist das voll geil, aber irgendwann ist es dann doch ein bisschen scheiße, wenn es immer nur 40 Schaden macht. Das war eine ziemlich heftige Abreibung. Ja, bestimmt. Den letzten Teil, den ich mitbekomme. Oh, Arena. Stahlarena. Hui! Haben wir eigentlich ein Feuer-Pokémon? Ich meine, wir haben kein Feuer-Pokémon. Okay. Das war anscheinend nicht der richtige Weg. Wie geht es unseren Pokémon? Was haben wir im Team? Okay. Warum heißt das Baloo A? Habe ich das? Wer hat... Okay. What? Was auch immer. Ich glaube, ich muss in die Richtung hier weiter. Renn mal, Miri, renn. Hier ist niemand. Okay. Wen haben sie denn dafür rausgeworfen? Ich weiß es nicht. Pupsi? Pupsi! Oh nein. Wenn du dich nur auf einen Typ konzentrierst, erkennst du wirklich die Stärken und Schwächen eines Pokémon. Ja, und genau aus diesem Grund nehme ich nicht nur einen Typ mit, weil ich weiß, dass ein Typ scheiße ist. Aber du als Ass-Trainer verstehst das ja. Was ist das für eine Arena hier? Um was geht es in dieser Arena? Warum war da ein Stardust und jetzt da ein Azumarill? Hä? Ich denke, ich wechsle Gyarados aus. Das macht ja keinen Sinn. Um was geht es in dieser Arena? Was ist die Thematik der Arena? Ich verstehe es nicht. Es war... Welchen Typ hat Azumarill? Welchen Typ hat es früher? War das nicht Wasser und Normal? Ich weiß, dass es später dass es später Wasserfee ist, ne? Aber was hat es früher? Das war doch nicht Typ Stahl. Oder? Nein. Ich denke nicht. Ah. Eisenschweif. Okay, ich mach das jetzt mal ein bisschen flotter. Das ist sehr effektiv. Dankeschön. Das weiß ich, sonst hätte ich es nicht eingesetzt. Glaube ich. Francesca. Mein Blickfeld war so eingeschränkt. Ja klar, daran lag das. Dann mach nächstes Mal die Augen auf, dann bist du nicht mehr eingeschränkt. Oh. Hui. Und jetzt wieder hoch. Yay. Oh. Oh nein. Ich weiß nicht, was das für ein Trainer ist. Oh Mann! Ich glaube, bei uns leben noch alle. Gut, dass wir so gut an Heil-Items ausgerüstet sind. Okay, die leben sowieso noch alle. Ja, Pupsi ist draußen. Traurig. Warum hat denn niemand den hier weiter trainiert? Leute, seid nicht so gemein. Naja, die Tränke können wir jetzt auch voll raushauen, ne? Ich denke, ich starte mit Blua. Ein schöner Name für ein Bidifast. Und, hi. Ich weiß nicht, wer du bist oder wie du heißt oder was für Pokémon du hast. Ah, das ist der Orn von Erzling. Ah. Aber in Herzhofen gab es doch auch einen. Haben wir den auch schon geschafft? Wow, produktiv. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt. Wer ist dein Sohn?
Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Ja, richtig. Und im Gegensatz zu Veit bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Veit, der trainiert Vögel, ne? Ne? Stimmt mir irgendjemand zu? Und was trainierst du so? Adam? Bronze. Also doch Stahl, aber was sollte das Azumarill? Hä? Weil das Eisen schweifen konnte? Das macht Sinn. Boah. Okay. Stahl. Stahl. Tja. Macht Superzahn die Attacke, die immer die Hälfte Schaden macht, oder ist das Superzahn? Ich kann mir das leider nicht merken. Ich glaube aber, es ist Superzahn. Attacken. Superzahn. Ja. Boah. Das ist echt schwierig. Okay, machen wir mal den Walzer. Mach das mal ein bisschen schneller. Ja, geil, verwehrt. Okay, dann können wir das mit Walzer erstmal knicken. Das macht er. Okay. Autsch. Habe ich ein Kampf-Pokémon? Ja, ein unterleveltes. Yes. Jetzt wird alles gut. Wir haben nichts gegen Stahl-Pokémon. Oh! Wieso bin ich in diesen Kampf gegangen? Vielleicht hätte ich rausgehen können und mit Menschen reden. Dann hätte der Nächste das übernehmen können. Oh. Du kannst Nahkampf, nicht wahr? Vogel? Eigentlich muss man den Namen ja jedes Mal schreien, wenn man ihn sagt, weil es ja in Caps geschrieben ist. So. Ich hasse manchmal mein Leben so sehr. Mann! Mann! Was soll denn das? Toll, Eroas. Okay, das hat wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. Okay, warum hat das beim ersten Mal so viel Schaden gemacht und jetzt nicht mehr? Oh, scheiße. Hey, guck mal, wer ablost. Ich. Hi. Vogel ist aufgewacht. Es hat getroffen. Aber es hat nicht besiegt. Ja, das war's mit Vogel. Danke, Vogel, für gar nichts. Würde ich mal sagen. So. Du, hast du eine Kampfattacke? Sag ja. Eine Kampfattacke, die noch AP übrig hat. Ja. Dann machen wir einen Scanner. Shit. Der Arsch setzt Hypertränke ein. Warum ist er Level 36, der Arsch? Was ist passiert? Wieso bin ich hier? Ja, mach mal deinen Ableit-Tief. Vielleicht macht das ja Schaden. Ich glaube aber, das ist keine ganz so geile Attacke, ne? Okay. Okay, ich mach das mal ein bisschen schneller, das Grauen. Guck mal, Konfusion. Wow, das wow. Beeindruckend. Oh, du Arsch, das ist so eine abartige Taktik, ehrlich mal. Ja, okay. Dummi, vielleicht. Kannst du Erdbeben? Das Ding schwebt. Oh, du kannst ja drüber. Ja, eine Kampfattacke. Yes. Oh, shit. Papierblatt. Ah, das war jetzt ganz schön scheiße vom Schaden her. Wenn ich das so... Wow, das war noch viel schlechter und super. Diese Taktik zu verwirren und einzuschläfern, die ist einfach so assi. Komm schon. Ach, Dummi. Jetzt habe ich rausgetappt, als ich auf meine Tastatur geschlagen habe. Das war verdient. Ach, shit. Da ist gar kein Ziel. Ja, so dumm ist es. Kann ich mal treffen mit Hypnose. So. Wir haben das erste Pokémon des Leiters besiegt. Wow. Eine Runde Applaus für mich, bitte. Ich wollte nicht das Pokémon wechseln. Und er hat nur noch zwei. Easy. Easy wird das. Ja, ne? Es ist nur schlimmer geworden. Ich dachte, es kommt vielleicht noch sowas wie Bronze, aber es ist einfach noch viel schlimmer geworden. Scheiße. Ach, Mist. Autsch. Ja, wir beschleunigen dann mal. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich meine Niederlage etwas beschleunige. Aber schaut mal. Wir haben ganz schön viel Schaden mit Biss gemacht. Dafür, dass das ein Volterus im Sandsturm ist.
ist das, denke ich, ganz okay. So, du machst Surfer und surfst es davon. Das ist sehr effektiv, in Einführungszeichen. Nein, ich Erholung. Ach. Es ist gleich wieder aufgewacht, weil es die Drecksbeere hat, oder? Geil. So macht Pokémon-Spielen erst richtig Spaß, wenn man gar keine Chance hat. Bitte halt dich nicht, bitte halt dich nicht. Wir setzen jetzt Lake ein. Komm schon, Haus weg, Haus weg, Haus weg. Macht Lake mehr Schaden als Surfer? Nee. Oh, warum ist Gyarados ein Flug-Pokémon? Wer dachte, das ist eine gute Idee? Es ist keine gute Idee. Okay. Das liegt nur daran, dass ich so lange nicht mehr Pokémon gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, Leute. Ich, keine Ahnung. Ja, shit, ne? Warum haben wir Balua im Team? Den kann gar nicht. Nehmen wir doch lieber Chalelos mit. Nehmen wir Items mit. Du pupst jetzt wieder ins Team. Ich weiß gar nicht, was Bidifasso kann. Warum das überhaupt im Team war. Das kann nämlich gar nichts. Haben wir noch irgendwelche Pokémon in Boxen versteckt? Nee. Okay. Ja. Was machen wir jetzt? Ich wollte nicht vorspulen, ich wollte nur rennen. Die Tasten habe ich direkt nebeneinander gelegt. Das war wahrscheinlich nicht so clever. Ich könnte mal gucken, ob wir tatsächlich schon... Das wollte ich machen. Ob wir tatsächlich schon... Tatsächlich. Schaut euch das an. Wir haben schon 5 Orden. Hammer. Geht doch jetzt zum Ende hin echt schnell. Wir sind erst in Folge über 60. Da kann man, also, Wie viele Folgen brauchen die meisten Leute, um das Spiel so durchzuspielen? Wisst ihr das? Ich habe keine Ahnung. Meistens brauchst du für ein Pokémon-Spiel so 60, 70 Folgen? 60. Ich glaube, das ist so, was du normalerweise für ein Pokémon-Spiel brauchst. Im Normalfall, wenn du 15 bis 20 Minuten Folgen machst. Hä? Ich dachte, wir sind in der Arena von Erzeling. Das ist Fleetburg. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, ich habe irgendwas nicht richtig verstanden. Ich laufe jetzt durch die Stadt. Ach Mensch. Leute. Vielleicht klappt es ja beim nächsten, wenn Vogel... Wir fangen mit Bronzel an. Wer hat denn letztes Mal Bronzel besiegt? Luxtra. Was ist denn effektiv gegen Bronze? Keine Ahnung. Fangen wir mit Pupsi an. Das wird schon passen. Oh nein! Jetzt muss ich das verkackte... Ja, ich... Toll, danke schön. Danke, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich mach das jetzt mal schnell. Hä? Hä? Wo muss ich hin? Das ist kein Och nee, da war nicht noch ein Trainer, den keiner besiegt hat. Cool. In einer Arena geht es nicht nur darum zu sehen, wie stark deine Pokémon sind. Es ist so viel mehr. Ein Test deiner ganzen Persönlichkeit. Ja. Meine Persönlichkeit möchte diese Arena schlagen. Weil du noch da bist. Warum ist das ein Onix? Das hier ist eine Stahlarena. Wenn du nicht in der Lage bist, dein Onix weiterzuentwickeln, dann solltest du vielleicht zur Tür gehen. Und nie wieder und rausgehen am besten auch. Du kannst dich aber auch vor die Tür stellen. Das ist mir dann doch relativ... Puh, sie kann einfach nur härten. Wow. Oh, shit. Okay. Das ist ja schon fast gut. Ich wusste nicht, dass das nur... Warum konnte das denn nur Härtner, als ich es gelevelt habe? Ich meine nicht, oder? Hat jemand ihm alle seine Attacken verlernen lassen? Oder ist Pupsi wirklich so scheiße?
Boah, Leute. Ja, genau. Genau das wollte ich machen. Spiel. Genau das. Ich wollte hoch und wieder runterfahren. Runter und dann wieder hoch. Wie kann das sein, denn, dass wir beim ersten Mal gleich richtig waren? Und ich gehe mal hier runter. Ah ja, ja, ja. Ich kann... Dieser Weg, der kommt mir bekannt vor. So. Jetzt sind wir gleich wieder beim Leiter. Dann kann der Nächste gleich weitermachen. Hui! Okay. Kann der Nächste mal probieren, wie er es so packt. Der Nächste packt es wahrscheinlich, weil Nahkampf nicht aufgebraucht ist. Das war schon ganz schön scheiße. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann schaltet beim Nächsten wieder ein. Wie immer ist alles bei mir verlinkt. In der Endcard steht, wer als Nächstes aufnimmt, wo es zur Playlist geht und was auch immer. Und ja, ansonsten macht's gut und tschüss!